Ich bin Alexander Hagen, bin überdurchschnittlich intelligent und überdurchschnittlich erfolgreich. Ich bin ein Mann, dem die Frauen zu Füßen liegen. Du musst jetzt nach Hause Schularbeit. Oh. Bist du zufällig minderjährig? Für Alex nicht. Frag es nicht, wie du mit Frauen umgehst. Die Wahrheit ist nun mal, die Menschheit kann nicht fortbestehen mit Männern, die im Sitzen pinkeln. Seit 24 Jahren sind wir beste Freunde und nicht eine Beleidigung hast du ausgelassen. Haben Sie das schon lange? Wovon reden Sie? Wir nehmen eine Gewebeprobe und schneiden diese Wucherung weg. Sie sind keine nette Frau. Heute ist nicht der Tag für Späße, Mädels. Wo sind die Männer? Ich bin in deiner Parallelwelt gelandet. Wenigstens du. Oh Gott. Ich möchte, dass du weißt, dass ich nicht nur anders aussehe, sondern dass ich auch anders bin. Das ist eine Riesenklitoris. Ich war ein bisschen neugierig auf deine Wucherung da unten. Das wächst sogar, wenn man dagegen fest. Und als ich es wieder klein rubbeln wollte, hat es plötzlich nach mir gespuckt. Ist aber auch eklig, Alex.